Mr. Speaker! In seiner ersten Rede zur Lage der Nation nach seiner Wiederwahl holt US-Präsident Barack Obama zum politischen Rundumschlag aus. Vor den Kongressabgeordneten in Washington kündigt er an, dass offizielle Verhandlungen mit der Europäischen Union über ein Handelsabkommen aufgenommen werden sollen. Die größte Freihandelszone der Welt würde sich bei einem erfolgreichen Abschluss über den Atlantik spannen. Seine Landsleute ruft Obama zu einem Kraftakt im Kampf gegen die Krise auf. Die Mittelschicht bezeichnet er als Motor des amerikanischen Wirtschaftswachstums. Seinen wohl stärksten Moment hat Obama beim Thema Waffenrecht. Er richtet einen emotionalen Appell an die Abgeordneten, nach mehreren Amokläufen endlich das Waffenrecht zu verschärfen. Gabby Giffords deserves a vote. Gabby Giffords verdient eine Abstimmung. Die Familien von Newtown verdienen eine Abstimmung. Die Familien von Aurora verdienen eine Abstimmung. Die Familien von Oak Creek und Tucson und Blacksburg und den zahlreichen anderen Gemeinden, die durch Waffengewalt zerrissen wurden, sie verdienen eine einfache Abstimmung. Wie bei seiner Vereidigung für eine zweite Amtszeit Mitte Januar warnt der Präsident vor den Gefahren des Klimawandels. Er kündigt den Ausbau erneuerbarer Energien an. Außenpolitisch verspricht Obama, den Kampfeinsatz in Afghanistan wie geplant bis Ende 2014 zu beenden. Für die kommenden Jahre hat sich der US-Präsident viel vorgenommen.